Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Billion Humans. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. Ich war sehr erschrocken, als ich gesehen habe, dass wir schon bei 22 Minuten sind. Aber ich möchte diesem Herrn jetzt wieder das Wort übergeben. Genau. Wir waren bei meinem E-Mail-Postfach stehen geblieben. Ja, jeder dieser Würfel auf dem Boden repräsentiert eine meiner wichtigen E-Mails. Ihre andere Vorgesetzte sagte, sie würde mir beim Organisieren helfen. Sie hat netterweise 10 Ordner dort unten für mich angelegt. Und sie hat sie mit 0 bis 9 beschriftet. Und sie sagte, wir sollten meine E-Mails in diese 10 Ordner einsortieren. Zum Beispiel, E-Mails mit einer Nummer von 20 bis 29 in den Ordner 2. E-Mails mit der Nummer 70 bis 79 in den Ordner 7. E-Mails mit 0 bis 9 kommen in den 0-Ordner. Verstanden? Ich verstehe nicht wirklich viel von E-Mails, aber ich bin froh, eine so gute Freundin zu haben. Okay, danke auch für Ihre Hilfe. Ach du Scheiße. Zahlen variieren auch. Wir hören aber auf zu variieren, wenn wir die picken, ne? Wartet mal kurz. Muss mal zum Test. Ja. Tun sie. Gut. Ich überlege gerade. Wie kalkuliert man denn? Welche Zahl vorne steht. Wenn ich eine 70 habe, man könnte es durch 10 rechnen. Weil 71 bis 79 durch 10 sind halt 7. Also, ihr wisst schon, ne? Was passiert aber bei 0 bis 9 durch 10? Oha, ich sehe gerade, da drüben steht auch noch, heben Sie nicht die Beschriftungswürfel direkt über den Schreddern auf. Sie werden explodieren. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie einbauen. Okay. Wir nehmen erstmal den nächsten Datenwürfel. Und wir müssen... Eigentlich müssen wir auch noch... den Schredder... uns merken? Nee, oder? Nee, wartet mal. Wenn wir den nächsten Schredder nehmen, nimmt die Tante hier, glaube ich, immer die 1, ne? Und wenn ich jetzt mache, merke dir den nächsten Datenwürfel, nimmt sie dann immer den gleichen? Also geht sie immer auf dieselbe Stelle oder nimmt sie irgendwelche? Warte mal, wir müssen... Ich brauche hier mal ein If, weil... Wir müssen... Davon... Wir müssen das hier machen, dass der das nicht nimmt. Wenn vor uns kein Schredder ist. Und dort, wo wir drauf stehen, ein Data Cube ist, ne? Wo ist denn meine Maus schon wieder? Hier. Dann dürfen wir es nehmen. Aber das, was wir... Also, ja, die Mitte ist richtig, genau. So. Dann müssen wir berechnen. Nicht Mem 1, sondern 2.
Aber warum merken wir... Nee, doch MEM1, oder? Ja, MEM1 ist richtig. Weil wir wollen ja den Datenwürfel kalkulieren, das, was wir haben. Und ich habe gesagt, durch 10. Huch. So. So, dann hat er eine Zahl im Kopf, die 7. Jetzt muss der doch aber... Wie machen wir denn das jetzt, dass der unten... Dass der unten guckt, ob das, was auf dem Datenwürfel steht... Müsste ich ja jetzt nochmal ein If einbauen. Warte mal, wenn ich jetzt aber sage, ich hab eine Idee. Wir brauchen doch den Shredder. Allerdings machen wir mal die 2. Wir merken uns einen Shredder. Und wenn wir dann steppen. Zum Nearest Shredder 2. Muss er dann checken. Also wir brauchen hier hundertprozentig gerade nochmal ein If. Muss er dann checken, if... Ach, wie mache ich denn das jetzt? Worauf ich hinaus will, ist, dass er checkt, dass ob der Datenwürfel, der vor dem nahegelegenen Shredder ist, der Zahl entspricht, die ich ausgerechnet habe. Darauf will ich gerade hinaus. Das war gerade mein Renderprogramm, was wieder geklingelt hat im Hintergrund und bei dem ich eigentlich extra die Sounds ausgestellt habe. Verdammt nochmal. Naja, ist jetzt mit drin. Muss ich jetzt sagen, wenn mein Ding... Nee, warte mal. Doch, nee. Warte mal. Nee, wenn MEM... 1, ne? Mein kalkuliertes Ding. Nee. Wartet mal. Ordentlich hinsetzen. Wenn das Ding größer, kleiner, was auch immer ich nehme, jetzt größer ist, als mein kalkuliertes Ding, das ist die 2, ne? Nee, die 1. So. Mein kalkuliertes Ding. Dann läufst du nach links, was weiß ich. Und probierst das immer wieder. Also ich müsste hier einen Jump einbauen. Oh, das da, ne? Blam, blam, blam. Genau, und jetzt brauche ich aber noch ein If, damit er in die andere Richtung geht. Also ein If hier. Nee, ja, nee. Hier, genau. Und jetzt müsste ich halt sagen, wenn das Ding andere Richtung
hier, das ist die andere Richtung, als mein Mem 1 ist. Dann steppst du in die andere Richtung. Genau. Und das wiederholst du... Na, lass mich hier rein. Und das wiederholst du... komplett hier lang, damit wir in dieser... damit wir hier drin sind. So. Und dann müssen wir es in den Schredder pumpen. Das heißt... So? Ja, genau, keine Else. Das heißt, wir müssen es nach unten in den Schredder geben. Dass das von hier so runter... von hier so runter wirft. Wisst ihr, was ich meine? Und das... machen wir so lange, bis keine Klötzer mehr da sind. Nee, so. Nee. Schon richtig, wir müssen uns ja den Würfel merken. So. Und dann fängt es von... ich probier's mal kurz. Was? 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 Die machen gar nichts. Halt, halt, halt. Die machen gar nichts. Warum nicht? Weil ich gar keinen Step habe, ne? Warte mal. Wenn sie sich den Data Cube gemerkt haben, kann ich einfach sagen, dass sie da hingehen sollen? Geht das? Ah. Dann rechnen sie das. Okay, okay, okay. Oh Gott. Wirft der es in die 6? Der geht zumindest weiter. Der hat es in die 1 gehauen. Der hat es in die 3 gehauen. Ich hab's gesehen. Die 6 hängt fest. 3. Die anderen gehen nicht weiter. Und warte mal, warum haben 69 und 34 nicht durch 10 gerechnet? Das möchte ich nochmal kurz sehen. Die schreiben es nicht auf den, auf den Cube. Ach nee, sollen sie auch gar nicht, oder? Müssen den schreiben. Ach, die Zahl soll bleiben. Okay, 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 sie sollen es gar nicht writen. Wartet mal. Der nächste Datenwürfel, die steppen zu dem hin. Dann gucken sie, ob sie, da, also dass unter sich kein Schredder ist, damit sie halt die nicht klauen. Und nehmen den. Picken den ab. Dann berechnen die das durch 10. Denn das müssen wir setten, oder? Wenn die es kalkuliert haben. Muss ich hier sagen, Set Mem 1, damit die das merken. Und nochmal schnell probieren. Warum geht denn die 5 und die 1? Wartet mal, wartet mal. Die steppt immer weiter nach rechts. Und die... ich mach das schon so langsam, aber warum? Die müssen es doch in die 8 werfen, aber weil die 5 nicht aus dem Weg geht. Warum? Warum gehen die nicht aus dem Weg? Brauche ich noch einen Step, damit die... aber wenn die das gemacht haben... ich lasse die einfach mal wegsteppen. Ich lasse die an der Stelle, nachdem die gegift haben, zu, was war das? Zu Mem 1 gehen. Dann haben die nämlich den nächsten Datenwürfel, den die sich krallen. Wartet, 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 ich mach's wieder schneller. Die gehen schon wieder nicht aus dem Weg. Warum nicht? Weil der Datenwürfel direkt bei ihnen ist, ne? Die bleiben... Das ist nicht richtig. Weil die ja hier direkt an einem Datenwürfel stehen und der näher ist als die anderen. Deswegen machen die das nicht. Muss ich mir... ich habe eine Idee. Lass die uns einfach mal... nee, nicht mit dem 1, sondern 3, ne? Ja. Lass die uns einfach mal zu einer Wand gehen. Und hier geht ihr zu einer Wand.
Ah, dann verpissen die sich nämlich auch aus dem Weg. Was? Das war optimiert. Oh Gott, die Zeit wird aber jetzt. Statt wie viel? Oh, da bin ich aber gar nicht so krass drüber. Krass, Leute. Okay, Themenparty. Oh, Einzigartigkeit. Boah, wir haben über eine Viertelstunde gebraucht. Da muss ich erstmal einen Beruhigungstee trinken. Ich war nämlich gestern im Garten meiner Eltern und der Nachbarn und habe mir dort Pfefferminze, Ananassalbei und Zitronenmelisse geerntet und mir daraus heute einen geilen Tee geschreinert. Voll geil. Schmeckt ein bisschen wie Kaugummi oder Zahnpasta, weil die Minze halt echt, also die Pfefferminze so intensiv ist. Sehr, sehr geil. Finde ich, schmeckt super. Tun wir uns die 43 wirklich an oder gehen wir weiter? Wir sind schon bei 16 Minuten. Ah. Ich meine, wir könnten es probieren. Wir sind ja hier in der 36 gescheitert. Hier haben wir es auch nicht gemacht, ne? Hier habe ich es probiert und habe es sogar geschafft. Wollen wir es probieren? Und wenn nicht, gehen wir raus. Komm, wir versuchen. Ob wir suchen und schreddern. Hä, bin ich doof? Komplett falsches Level. Ich meinte, hier in die 43. Ob wir die 43 schaffen, versuchen wir es in den letzten... Oh Gott, 3 Minuten hinzukriegen. Oh nein, all meine E-Mails und Daten auf meinem PC wurden gelöscht. Wie kann mir sowas immer wieder passieren? Tja, jetzt müssen wir diese Multiplikationstabelle wiederherstellen, damit ich darin allerhand Sachen nachprüfen kann. Zum Beispiel, wenn ein Sandwich 2 Kalorien enthält und wenn ich 400 Sandwiches esse, wie kommt es, dass ich immer noch mehr Sandwiches essen möchte? Das ist Multiplikation. Sehen Sie das Raster dort drüben? Jeder Würfel sollte das Produkt aus den Werten in den Kopfzeilen und Spalten sein. Was? Nun also, ich lasse Sie dann mal diese Würfel umschreiben. Hui. Ich habe bestimmt seit der 3. Klasse nicht mehr so viel Mathematik gemacht. Füllen Sie die Multiplikationstabelle. Ach, ich hab's geschnallt. 1 mal 1 ist 1. So, ne? Jeder Würfel ist das Produkt der Kopf- und Zeile und Spalte. So ist das gemeint. Tipp vom Management, heben Sie die Kopfzeilen und Spalten nicht auf, sie explodieren. Ach so, das auch noch. Sollen Sie also nur angucken und uns merken. Schneit das? Also nicht hier bei mir, sondern im Bild? Ach du Scheiße, das schaffen wir niemals in der Zeit. Die sind alle 0. Kann ich sagen, dass die steppen sollen? Ich kann immer nur so, ne? Okay. Ich wollte sagen, dass ich mich ordentlich hinsetze und dass die eventuell steppen sollen bis zur Wall. Dass man sagen kann, step nach oben bis Wall und dann dort, wo du drauf stehst, guck dir die Zahl an. Aber wir müssen die Nullen rauskriegen. Versuchen wir es mal logisch zu machen. Wir versuchen, die Nullen rauszukriegen. Also, hier ist ja auch jeder in einer Zeile. Ne? Können wir sagen, wenn über uns kann ich 2 Richtungen wählen? Nee, kann ich nicht. Also muss ich ein... Na, also wenn über uns und wenn dort, wo wir drauf stehen. Und wir brauchen auch noch für... Hallo? Und für unter uns. Unter uns. 0 ist und unter uns allerdings hier wie dies haben.
die Wand, ne? Dann steppt mal nach oben. Hups. Warum kann ich in meinem Steppen mehr Richtung wählen? Dann steppt nach oben. Dann machen nämlich alle Folgendes. Die gehen immer weiter nach oben, oben, oben. So, das ist richtig, glaube ich. So, immer weiter. Und dann sollen sie nämlich anfangen, den nassen Datenwürfel sich zu merken, den sie haben. Das muss ja dann der hier sein, oder? Merke dir den nassen Datenwürfel. Und dann sette den als zweites, was da drauf stand. Ne? Ich darf ihn ja nicht hochheben, deshalb kein Pickup und deshalb auch nicht mein Ding, weil ich hab ihn ja nicht. Ich muss mir aber merken, was auf dem Data Cube steht. Also wir gehen zu dem hin und merken uns, was draufsteht. Ach, ich zieh es jetzt mal durch hier. Wir sind schon bei 21 Minuten, aber ich mach's trotzdem mal. Und dann laufen wir nach unten. Und brauchen wir immer, wir müssen ja nicht immer nach links gehen, fällt mir gerade auf, ne? Wir heben den, ups, nee, so. Andersrum, obwohl ich glaube, dass es egal ist, wie rum, Alter, man das macht. Dann nehmen wir den in die Hand, den wir haben. Und wir beschreiben den mit dem, was wir uns gemerkt haben. Der Wert, der oben ist. Wie bringe ich denn? Und droppen den dann halt auch irgendwie wieder, ne? Und das wiederholen wir. Aber das haut noch nicht hin. Was? Was? Warum gehen die nicht nach oben? Das ist doch ihr erster Step. Hä? Bin grad dumm. Wieso gehen die denn nicht? Warte mal. Ich kann ja nicht nochmal Memory Nearest Data Würfel nehmen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das nochmal mache, dass er hier, dass er steppen zum Nearest Data Würfel. Aber oh, ich hätte es nicht machen sollen. Ah. Immer noch keine Möglichkeit, sich irgendwie Tipps geben zu lassen, ne? Ah, Leute. Wisst ihr was? Da ich bei 24 Minuten bin und das mit Sicherheit in den nächsten 10 Minuten nicht lösen kann, machen wir eine Aufnahmepause. Ich denke über das Ganze in der Werbung, wollte ich sagen, nach. Und wenn ich Glück habe, komme ich mit einer Lösung zurück. Und ansonsten, wenn ich verzweifelt bin, tun wir so, als wäre das nie passiert und fangen mit Level 44 an. Also bis dann. Tschüss.